Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Feinplanung in der Produktion. Mein Gast hat die These, dass genau das bei den meisten produzierenden Unternehmen falsch läuft. Wir reden über alternative Ansätze, nämlich über die automatisierte Produktionsplanung und über die Frage, wie da die richtigen IT-Strukturen und vielleicht auch die Rolle von KI aussieht. Wir betrachten auch einen Ausblick, nämlich im Zusammenspiel mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Über all diese Themen rede ich heute mit Daniel Putracci. Er ist Chief Product Officer bei der Anacision GmbH. Er sagt von sich selbst, dass er ein Software- und IT-Mensch ist und sich mit der Frage beschäftigt hat, wie schafft man es, dass der Fachbereich die IT richtig versteht. Mal gucken, wie gut das heute gelingt. Er war unter anderem in seiner Karriere 3 Jahre bei der Adamos als Head of Partner und Business Development und hat dort gelernt, was es heißt, die Produktion zu digitalisieren, aber auch was für Herausforderungen dahinter stecken. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ich sag's mal so, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Und für mich ist die Frage, wenn wir über Feinplanung reden, warum ist das überhaupt noch ein Thema? Wir haben doch schon so lange Produktionsplanung und Steuerung und XIT-Systeme, MES-Systeme, die gefühlt ja theoretisch zumindest mal alles können. Warum ist Feinplanung noch ein Thema? Ja, spannende Frage. Die gleiche Frage haben wir uns auch gestellt. Die Anacision ist ja ein, sagen wir mal, Data Science oder KI-Unternehmen, würde man heute sagen, schon seit 2015. Und wenige Jahre nach der Gründung ist dieser Schwerpunkt produzierende Unternehmen mit dazugekommen. Das heißt, Daten, Analysen etc. und produzierende Unternehmen ist so das, was uns jetzt seit etlichen Jahren beschäftigt. Und da gab es eben ein Projekt und da hat Feinplanung oder beziehungsweise Optimierung in der Feinplanung eine Rolle gespielt und konkreter Rüstoptimierung. Und da sagen wir, haben wir festgestellt, dass da doch ein erhebliches Optimierungspotenzial da ist. Gleichermaßen hat die Anacision sich eigentlich als klassisches Dienstleistungshaus entwickelt hin zum Produktunternehmen. Das heißt, wir wollten wiederverwendbare Lösungen umsetzen und weniger eben Einmalprojekte. Und in dem Zusammenhang haben wir uns mit der Frage befasst, okay, wenn da so viel Optimierungspotenzial da ist, kann es denn Sinn machen, da auch eine eigene Lösung mit aufzubauen? Und dann haben wir erstmal eine Studie gemacht und haben uns mit vielen Unternehmen befasst und gefragt, produzierende Unternehmen, wie macht ihr die Feinplanung heute? Denn optimierende Feinplanung, also APS, Advanced Planning and Scheduling Lösungen, sind eigentlich seit den 90ern ein Thema. Ja, in den 90ern nach dem MRP2-Lauf ist das Thema aufgekommen. Das Ergebnis war aber, um es ganz kurz zu machen, die am weitesten verbreitetste APS-Software ist immer noch Spreadsheet, also Microsoft Excel. Bis heute ist es so. Natürlich gibt es viele, viele Ausnahmen, besonders im hochstandardisierten Bereich. Aber wann immer ich eine gewisse Flexibilität habe, sehen wir einfach noch extrem viel Excel. Es ist oftmals so, dass Lizenzen von APS-Software im Haus ist, die wird aber nicht richtig eingesetzt. Oder wenn sie eingesetzt wird, dann ist es oft so, dass nur dieser Digitalisierungsbereich eingesetzt wird. Das heißt, ich kann dort immer noch manuell entscheiden, was, wo, wie, wann passiert und das MES-System, wenn es eingesetzt wird, oder ERP-System, ist da auf dieser Basis, wird dann kommuniziert an die Mitarbeiter, was ist wo an welcher Produktionsstation zu sehen. Aber in der Tat, obwohl es so lange ein Thema ist, Excel ist immer noch sehr dominant. Aber wenn jetzt Excel genutzt wird, machen die denn da wirklich Feinplanung? Würdest du das Feinplanung nennen, was da mit Excel gemacht wird? Na, ist wahrscheinlich die Frage, wie man Feinplanung definiert, aber am Ende des Tages geht es um die Reihenfolgen für jede Produktionsstation und die muss irgendwie rausgegeben werden, weil das ist für die Werksmitarbeiter und Werksmitarbeiterinnen, ist das ja die, entscheidet das, was genau getan werden soll. Und wenn am Ende des Tages das über eine Excel passiert oder da irgendwo Excel mit im Spiel war, dann würde ich schon sagen, dass eben Excel ein wichtiges Werkzeug ist für bestimmte Planungsschritte in jedem Fall mal. Okay, aber das, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass quasi ja, wenn Excel genutzt wird, die eigentliche Planung dann ja zum großen Teil manuell eigentlich gemacht wird, oder? Kann man das so sagen, dass die Planung durch die Mitarbeiter, durch die Köpfe, die vor diesem Excel sitzen, eigentlich stattfindet und dann halt in Excel dokumentiert wird?
Ja, exakt. Also genau so ist es. Also wir nennen das manuelle Komplexität. Es ist ja typischerweise auch so, dass die planenden Personen im Unternehmen sind meistens sehr, sehr erfahrene Mitarbeiter. Inzwischen sind es oft auch mehrere Mitarbeiter. Es gibt zahlreiche Meetings auch zu den Themen. Da findet im Prinzip genau ich sag mal, geistige Leistung statt, nämlich zu überlegen, okay, wie machen wir es am Ende des Tages für die Schicht oder für die nächsten drei Schichten, so dass wir eben sämtlichen Zielkonflikten gerecht werden können, also Liefertermintreue, Kundenpriorisierung, Material, was fehlt, etc. Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen eingegrenzt oder versuchst zu konkretisieren, welche Unternehmen das betrifft, weil wenn wir über produzierende Unternehmen reden, ist das ja extrem breit. Gibt es da eine besondere Gruppe, die besondere Herausforderungen hat und weshalb sie das so manuell macht? Also spannend ist tatsächlich, Feinplanung beschäftigt jedes produzierende Unternehmen, nur die einen mehr oder die anderen weniger. Und ich sage mal, je mehr Standardisierung da ist, je weniger relevant oder je weniger bedeutsam oder je weniger groß ist vielleicht der Einfluss der Feinplanung auf die KPIs jetzt der Produktion. Also wenn ich jetzt Massenproduktion habe, wo wirklich die Linien fest konfiguriert sind, auch auf ein Produkt, was da monatelang läuft und der Produktkatalog des Unternehmens 95 bis 100% aus solchen Produkten besteht, dann ist Feinplanung da kein sehr relevantes Thema oder nicht die größte Herausforderung. Gibt es wahrscheinlich andere wichtigere Herausforderungen wie Automatisierungstechnik etc. Aber wann immer ich einen hinreichend großen Produktkatalog habe, eine gewisse Flexibilität in der Fertigung, dann habe ich sofort die Fragestellung, okay, was mache ich wo, wie, wann und mit wem, um den vielen Zielen gerecht zu werden, weil ich ja eben naturgemäß diese Freiheitsgrade habe in der Produktion. Und die gibt es bei sehr, sehr vielen produzierenden Unternehmen. Die allerwenigsten sind ja wirklich zu 100% durch automatisiert. Ja, gut, ist ja nicht nur eine Frage der Automatisierung, sondern so wie ich es verstanden habe, habe ich eher so eine Massen- oder Serienfertigung mit hochstandardisierten Produkten oder habe ich dann entsprechend ja, vielleicht sogar eine Werkstattfertigung, wo ich halt super flexibel bin am Ende und dann eher so im Bereich, wenn man es mal in Branchen festmachen will, im Maschinenbau beispielsweise bin, wo ich halt eine hohe Komplexität in meinen Produkten habe und dann auch eine hohe Flexibilität in meiner Produktion selbst brauche. Absolut, genau, ja. Was sind da so die Hauptherausforderungen, die diese Firmen haben? Also was macht da am Ende diese Feinplanung so wichtig? Also da gibt es ja irgendwelche Gründe dahinter. Die Produktkomplexität und die Komplexität in der Produktion sind ja da nur Merkmale. Ja, also erstmal muss man sehen, ne, Feinplanung, am Ende habe ich ein produzierendes Unternehmen und fast alle Wertschöpfung findet wirklich ja in der Halle während der eigenen Produktion statt. Und die Feinplanung entscheidet, an welcher Stelle welcher Fertigungsauftrag wo gefertigt wird, sodass zum Schluss die vielen Fertigungsaufträge wieder zusammenfinden und vielleicht dann an der Endmontage, wenn es eine gibt, rechtzeitig montiert werden können, sodass die Liefertermintreue zum Schluss auch passt. So. Und jetzt kann ich diese Reihenfolgen in der Produktion, die kann ich, da gibt es enorm viele Kombinationen. Also wir hatten einen Kunden, das war der erste Kunde damals, das war ein Werkzeughalterfertiger. Ne, da am Anfang der Woche kam die Palette rein und da war klar, okay, das muss jetzt produziert werden bis Ende der Woche und da waren so zwischen 9 und 15 Aufträge lagen auf der Palette. Jetzt kann man sich vorstellen, alleine diese eine Palette, und es war jetzt nur eine Produktionsstation, da habe ich dann eben 15 Möglichkeiten, um diese Produkte abzuarbeiten an dieser Produktionsstation. Und das ist eine extrem hohe Zahl. Ich kann sie dir gerade nicht aus dem Kopf nennen. Und das zeigt einfach, dass ich auf der einen Seite die Möglichkeit habe, habe ich einen hohen Freiheitsgrad zu entscheiden, wie ich da durchlaufe. Und manche der Reihenfolgen sind eben so, dass ich möglichst geringe Stillstände habe, dass ich sehr kurze Durchlaufzeiten habe, dass ich die Liefertermine gut treffe. Es gibt aber eben auch unglückliche Reihenfolgen. Da wartet plötzlich die eine Maschine auf die andere oder es wird falsch priorisiert und deswegen kommen Liefertermine durcheinander oder Material fehlt. Ich muss plötzlich umplanen und frage mich, wie mache ich das jetzt richtig? Also der Einfluss der Feinplanung auf die wichtigsten KPIs, auf die wichtigsten Effizienzzahlen der Produktion ist eigentlich extrem hoch. Und deswegen ist Feinplanung auch einfach eine sehr, sehr wichtige Disziplin. Okay, um das nochmal zusammenzufassen, sind es nachher Themen wie
Auslastung meiner Maschinen, Anlagen, auch Mitarbeiter, aber dann auch so Themen wie Durchlaufzeit von meinen Aufträgen und du hast auch das Thema Termintreue genannt, ja, also dass ich entsprechend nachher genau auch die Aufträge rechtzeitig rausbekomme. Also alles Themen, die am Ende essentiell sind für die Produktion. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen auch über die IT-Seite reden, wie man es besser machen kann, wie es vielleicht auch anders geht, wie, sage ich mal, manuell mit oder vielleicht auch ohne Excel, sogar mit Karten und Zetteln gibt's ja durchaus auch noch. Du hast jetzt ja schon beschrieben, diese ganze APS-Welle, die es ja fast schon gab, hat er dafür gesorgt, dass es ja auch schon Tools gibt, ja, also abseits von Excel. Du hattest das jetzt vorhin so beschrieben, dass du gesagt hast, naja, das wird nur zur Digitalisierung genutzt. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was du damit meinst? Also das heißt, diese Tools gibt es schon, aber was wird dann mit diesen Tools gemacht, wenn sie da sind? Also es gibt etliche APS-Hersteller. Oftmals ist APS, also die Planungseinheit, auch ein Bestandteil von MES-Systemen oder von von ERP-Systemen. SAP sieht man eben häufig, deswegen ist mir das gerade rausgerutscht. Und diese Lösungen, die allermeisten von den Lösungen, die finden ihren Ursprung eigentlich in den 90ern, 20ern. Es sind meistens noch monolithische Systeme und da sind sicherlich auch gute Lösungen dabei. Ja? Also das ist ganz bestimmt so. Es ist nur so, dass wir eben in der Realität sehen, dass die Praxistauglichkeit von dem wirklichen, von der automatisierten Einplanung, dass die bisher für flexible Fertigungen nicht gut genug war. Und das hat eben dazu geführt, dass sie trotz dieser vielen Jahre, wo jetzt APS-Software eine Rolle spielt, dass die Software nicht so eingesetzt wird, dass eben die automatisierte Planungsfunktion wirklich effizient eingesetzt werden können. Das bedeutet, man kann sich das oftmals so vorstellen, dass man entweder Tabellen hat oder dass man eben diesen typischen Gantt-Chart hat, wo man die Planung sieht. Da sitzt jemand davor, da gibt es wahrscheinlich eine erste Beplanung des Systems, der wird mal einfach chronologisch, wird da einsortiert und dann habe ich erfahrene Mitarbeiter, die sich das anschauen und die in aller Regel anfangen, eben diese Reihenfolgen pro Schicht dann zu editieren, je nachdem, was eben gerade ansteht, was die Prioritäten sind, etc. Ja, das heißt, es wird manuell mit diesem System interaktiv gearbeitet, oftmals sehr, sehr aufwendige, repetitive Prozesse auch, die gemacht werden müssen. Also als Beispiel zum Beispiel können gewisse Aufträge an mehreren Maschinen gefertigt werden, aber die an mehreren Anlagen, aber die Anlagen sind unterschiedlich schnell in Abhängigkeit von den Produkten. Ja, jetzt habe ich schon plötzlich einen ziemlich hohen Freiheitsgrad, wo mache ich das jetzt eigentlich? Und das sind Dinge, da scheitern viele große Hersteller, das ordentlich umzusetzen, sodass es wirklich im Alltag, in der Praxis dann auch funktioniert. Das heißt, das passiert einfach im Kopf. Das heißt, dass dann in vielen Fällen, gerade für so eine flexible Produktion, dann die APS-Systeme eigentlich dazu genutzt werden, die Daten einfach digital zur Verfügung zu stellen, vielleicht noch zu visualisieren und dann die Möglichkeit zu geben, eigentlich die Planung, die dann wieder im Kopf stattfindet, entsprechend da zu unterstützen und dem Mitarbeiter eigentlich ein Tool an die Hand zu geben, das dann entsprechend besser wie in Excel digital irgendwie abzubilden, oder? So kann man das dann sagen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein besseres Excel mit schönen Schnittstellen, aber die Planung findet dann immer noch zum großen Teil im Kopf der erfahrenen Mitarbeiter statt. Ja, richtig. Also das ist sicherlich, das würde ich auch so sagen, ja. Ja. Jetzt ist ja dann die Frage, wenn wir über automatisierte Feinplanung reden, wäre dann wahrscheinlich ja der Ansatz, dass es komplett in dem System stattfindet. Und jetzt für mich die plumpe Frage, was ist denn da überhaupt der Vorteil? Weil ich habe schon oft auch gehört, dass es auch geschätzt wird, wenn man weiß, da hat ein Mensch hat da den Hut auf, prüft es nicht nur, sondern stellt auch sicher, dass das nachher passt und versteht auch, was da abläuft. Also das ist ja auch ein Wert. Warum denkst du, dass die automatisierte Feinplanung da besser ist? Also erstmal muss man sagen, wenn wir von automatisierter Feinplanung sprechen, dann glaube ich nicht, dass wir so schnell bei dem Thema sind, zumindest bei den meisten produzierenden Unternehmen, dass es 100% automatisiert ist, ich keinen Planer mehr brauche und die Software erledigt das alles für mich. Ich würde da in Schritten denken. Und ein erster Schritt ist eben, dass der erste Plan, der von der Software erstellt wird, dass der schon quasi einfach, der Vorschlag dann. Der erste Vorschlag, dass der einfach schon so gut ist, dass ich davon in aller Regel 95% behalten kann. Am Ende des Tages ist es einfach so, dass die Menschen, die mit dem System arbeiten, die wissen oftmals Dinge, die gibt es digital gar nicht.
Ja, also die sind heute digital noch nicht vorhanden. Zum Beispiel, wenn eben der typische Chefauftrag, wie es immer so schön heißt, da heißt es, da muss was ganz schnell fertig gemacht werden. Oder ich weiß eben schon, dass das Material nicht ankommt, weil mich da jemand angerufen hat oder ähnliches. Da gibt es ja auch oft solche Prozesse. Wenn die Informationen digital noch nicht vorliegen, dann können die automatisiert auch nicht betrachtet werden. Und dann müssen wir immer den Menschen die Möglichkeit geben, einzugreifen. Was aber trotzdem zulässig ist, ist natürlich zu sagen, okay, ich kann durch Automatisierung extrem viel einfacher machen, nämlich die Dinge, die immer wieder kommen, gewisse Optimierungen, die einfach immer da sind. Und das sollten wir einfach umsetzen, so dass ich mit der Automatisierung schon eine 95% Lösung habe, möglicherweise öfter mal 99% oder 100% Lösung. Wenn ich aber Ausnahmefälle habe, am Ende des Tages die Entscheidungshoheit, die muss immer bei der planenden Person liegen. Okay, also eigentlich ist es dann eine Entlastung für den Mitarbeiter und auch eine Reduzierung von auch diesen Routine-Tätigkeiten, die dann oft zu tun sind, wenn wir über so eine Einplanung reden, was du ja vorhin auch schon kurz beschrieben hattest. Absolut. Also ich glaube auch, wenn wir von unseren Nutzern sprechen, die planenden Personen sind oftmals relativ gestresste Personen, weil sie eben da oftmals zwischen den Stühlen stehen. Auf der einen Seite gibt es die Verwaltung, es gibt den Vertrieb, der sagt jetzt mehr. Es gibt die Mitarbeiter, die in der Produktion, die auch nur begrenzt, sag ich mal, flexibel sind, was Umplanung betrifft. Da spielt Krankheit eine Rolle. In der Produktion fällt eine Maschine aus etc. In aller Regel sorgt es für Stress. Dann ist es so, weil diese Einplanung so kompliziert ist, weiß ich auch als planende Person oft gar nicht, ist jetzt meine Lösung, die ich jetzt gefunden habe, mein Plan, so wie wir es jetzt machen, ist es eigentlich richtig gut. Ich habe oft sehr, sehr viel Erfahrung, ist auch sehr wertvolle Erfahrung etc. Aber es gibt eben immer so gut die Fragezeichen, das war bei allen unseren Kunden so, bei den produzierenden Unternehmen, für die wir da in dem Bereich arbeiten. Okay, wir wissen es eigentlich nicht genau. Zeigt doch mal, wie würdet ihr das denn machen? Und dann ist der Punkt, wo dann die spannenden Diskussionen entstehen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Ja. Wenn wir jetzt so über automatisierte Feinplanung reden, ist das ja auch immer ein bisschen abstrakt. Hast du da ein Beispiel auch vielleicht aus dem Alltag, wo was dieses Prinzip des Automatismus da noch ein bisschen mehr greifbar macht? Ja, also vielleicht, damit man sich da auch die IT, den Datenfluss so ein bisschen vorstellen kann. Am Ende haben wir immer ein ERP-System oder meistens in fast allen Fällen. Da gibt es einen MRP-Lauf. Da wird also aufgelöst, was muss bestellt werden, was produziere ich selber. Da kommen dann einzelne Arbeitsgänge und Fertigungsaufträge raus und die gilt es dann einzuplanen. Und diese Arbeitsgänge und Fertigungsaufträge haben in aller Regel früheste Startdaten und späteste Enddaten. Ja, das heißt, das ist so der Korridor, in dem kann man sich bewegen, so dass trotzdem sichergestellt ist, dass eben das entsprechende Material da ist und dass eigentlich die Lieferterminentreue haltbar sein sollte. So. Und an dem Punkt, diese Daten bekommt das APS-System und auf Basis dieser Daten werden dann die Reihenfolgen optimiert. Jetzt ist natürlich sowas die Frage noch, okay, was ganz genau ist jetzt die Optimierung? Und das hängt jetzt von den Freiheitsgraden ab, die ich pro Produktion habe. Um ein Beispiel zu geben, jetzt das Letzte, was ich mit betreut habe in der Kunststoffproduktion, da ist es also so, dass es eine Menge von Anlagen gab. Es waren in dem Fall, waren es glaube ich, 14 Anlagen. Die produzieren, da werden Compounds produziert und die Produkte können in unterschiedlichen Mengen produziert werden, auf unterschiedlichen Produktionsstationen. Für manche der Produktion brauche ich bestimmtes externes Rüstmaterial, eine Pumpe dann auch zum Reinigen und solche Dinge. Dann ist es so, Reinigen und Rüsten können nur wenige Mitarbeiter. Das heißt, das ist auch immer eine limitierende Fähigkeit. Und ich habe natürlich das Thema Liefertermintreue und das Ziel ist es, die Auslastung so hoch wie möglich zu halten. Und all das, was ich jetzt beschrieben habe, wurde manuell gemacht, auch sehr gut, von 2 bis 3 Leuten. Und man hat uns die Daten gegeben und hat gesagt, das war jetzt eine Vollauslastung. Die BDE-Daten hat uns vor einem Monat gegeben, hat gesagt, so haben wir unsere Anlagen ausgelastet. Wie würdet ihr das denn machen? Und das Ergebnis war, dass wir nur durch das Verändern der Reihenfolge und durch das Einhalten der Personallimitierungen, durch das Optimieren der Limitierung, also sicherstellen, dass nie parallel gerüstet werden muss und solche Dinge oder dass es nicht mehr als 2-mal parallel gerüstet werden muss, besser gesagt. Dann hatte ich verschiedene Reinigungszeiten in Abhängigkeit der Reihenfolgen. Nur dadurch waren wir bei 18% zusätzlicher Produktionskapazität. Ja? Und boah. Automatisiert bedeutet, wir kriegen die Daten, wie vorhin beschrieben, vom ERP-System. Wir haben in dem Fall war es eine Rüstmatrix und wir wussten, was die wichtigsten Personalengpässe sind. Das betrachtet die Lösung eben mit und ich bekomme einen
eine Produktionsreihenfolge, die ich sofort einsetzen kann. Schönes Beispiel, weil das zeigt ja eigentlich, dass, wenn wir so über den Vorteil von automatisierter Feinplanung reden, der Hauptvorteil ja gar nicht ist, dass ich jetzt einen weniger gestressten Mitarbeiter habe oder der ein bisschen weniger, also dass der ein bisschen entlastet ist, ja, sondern dann ist ja der Hauptvorteil am Ende, dass ich auch ein besseres Ergebnis habe, was so der Mensch alleine gar nicht hinbekommen würde. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Also es ist definitiv eine Kombination. Also wir arbeiten immer mit den Feinplanern und Feinplanerinnen zusammen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, sind sie ein ganz wichtiger Bestandteil und sie werden... Genau, die Hoheit bleibt ja auch bei der Person, ne? Das hast du ja vorhin gesagt. Exakt, ja. Die Hoheit bleibt bei der Person, aber wie ich sagte, häufig gerade jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wo das Thema Umplan immer häufiger eine Rolle spielt, jetzt haben wir Krankheit, das Thema Mitarbeiter fallen aus, Material fehlt etc. Ich sag mal, es ist eine enorme manuelle Komplexität. Das Ganze verstärkt sich jetzt, diese Herausforderung, weil jetzt immer häufiger umgeplant werden muss. Das heißt, am Ende freuen sich die Kollegen in der Feinplanung eigentlich, wenn wir sagen, wir können da an vielen, vielen Stellen unterstützen. Und die KPI-Verbesserungen, ich sag mal, die sind ebenfalls ein Must-have für uns. Ja, wenn wir gar keine KPI-Verbesserung erreichen, dann wäre das für uns ein Verlust. Das war bisher auch noch nie der Fall. Ja, in aller Regel, weil eben die Kombinatorik so enorm ist, schaffen wir es immer, KPIs zu verbessern. Je nachdem, was da auch das Wichtige ist. Auslastung ist ein ganz typisches Ziel. Schönes Beispiel. Jetzt hast du schön beschrieben, was so eine automatisierte Planung bringen kann, ja, und wie das auch entsprechend unterstützt, die Ziele zu erreichen. Jetzt ist ja natürlich die andere Frage, was muss denn passieren oder was für eine Grundlage brauche ich denn, damit so eine automatisierte Feinplanung auch funktioniert? Also ich denke jetzt an das Thema IT, keine Ahnung, muss ich dafür jetzt in die Cloud gehen zum Beispiel, wäre dann eine andere Frage. Also kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen in so die Grundlagen, die man schaffen muss, damit das so realisierbar ist? Ja, sehr gern. Also die Frage ist so ein bisschen, was auch das Zielbild ist, ne? Also wir haben uns ja auch mit der Frage befasst, wo sich das Thema Feinplanung hinentwickelt. Und in Abhängigkeit des Zielbilds wird natürlich dann die Voraussetzung bestimmt, auch auf der IT-Seite. Und wenn du mich nach dem Zielbild fragst, nutze ich gerne das Beispiel der Autonavigation. Ja? Früher habe ich Routen eben auf dem Papier geplant und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt irgendwo an mein Ziel kommen. Wie erreiche ich das am besten? Habe meine Route rausgesucht und bin nach der gefahren. Navigationssystem ist eben mit Sensorik ausgestattet. Das weiß, wo das Auto gerade steht, kennt die Routen und hat außerdem Algorithmen, die mir sagen, was der schnellste Weg an mein Ziel ist. Und im Auto sehe ich dann eben, muss ich jetzt nach links oder muss ich nach rechts fahren, um eben genau auf dieser Route zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Wir sehen ein ähnliches Zielbild auch für die Produktion. Also wir glauben, das Thema Feinplanung wird von der Planung mehr hin zur Steuerung gehen. Ja, es gibt immer mehr Sensorik in der Halle. Das heißt, die Produktionsfortschritte werden automatisch zurückgemeldet. Eine Feinplanungssoftware, die kann diese Daten entgegennehmen, kann die abgleichen mit dem vorherigen Plan und kann eben sofort adaptiv dann darauf reagieren und die beste Antwort geben dann für die Reihenfolgen etc. So, und wenn ich sage, dass das Zielbild ist und dann und mir dann anschaue, wo die meisten Unternehmen heute stehen, also Spreadsheet etc., MS Excel und so weiter, was wir vorhin besprochen haben, dann sind es erstmal Etappen, wie ich mich auf dieses neue Zielbild hinbewege. Ne? Wenn ich jetzt herkomme und sage, ich möchte das Navigationssystem morgen haben, dann ist das ein näheres Ziel, sondern es geht eben um Etappen, die zu erreichen. Und das Erste, lass uns über die Etappen gleich reden. Ja. Ich möchte gerne noch bei dem Zielbild erstmal noch bleiben, weil ich das schon spannend finde. Du hast jetzt gesagt, okay, man braucht entsprechend Daten aus dem Shopfloor, das ist eine wichtige Sache, ja. Wir hatten ja vorhin noch darüber geredet, nur was digitalisiert ist, kann auch berücksichtigt werden in so einer Planung. Und ist klar, je mehr Daten ich dann habe, je bessere Entscheidungen kann ich treffen. Dann hast du über das Thema Algorithmen geredet, ja. Man braucht clevere Algorithmen. Aber die müssen ja nicht nur clever sein, die müssen ja wahrscheinlich auch besonders schnell sein und keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt es da noch weitere Anforderungen an so einen Algorithmus? Ja, absolut. Also das erstmal geht es darum, der muss sehr, sehr schnell sein, weil wir haben vorhin gesagt, wir wollen reaktiv sein. Der Planer, die planende Person hat immer wieder Änderungen, sie möchte mit der Änderung umgehen und da ist es ganz wichtig, dass eben sehr schnell reagiert wird. Kannst du das konkret machen, was da so ein Zeitraum, wo du sagst, das ist akzeptabel für so eine Feinplanung?
Oder das sollte das Ziel sein? Wenige Sekunden, ja, wenn es mal eine Minute braucht bei einem extrem komplexen Problem oder auch mal 10 Minuten, dann kann man sowas, glaube ich, akzeptieren. Aber in aller Regel sollte die User Experience, wie es so schön heißt, die Nutzererfahrung, die sollte eben gut sein, so wie wir das auch in unserem privaten Umfeld kennen. Und das ist sehr wichtig, dass aus meiner Sicht in Sekunden da reagiert wird, so dass ich überhaupt, damit ich den Planer auch wirklich unterstützen kann, mit dem Werkzeug zu arbeiten. Ein zweiter Aspekt, aber der ist fast noch wichtiger, ist, dass der Algorithmus in der Lage ist, eben mit sämtlichen, sag ich mal, spezifischen Bedingungen der Produktion umzugehen. Das erste Ziel muss nämlich sein, dass da ein Plan rauskommt, dass Reihenfolgen rauskommt, die auch wirklich funktionieren. Und das ist ja schon der Punkt, wo viele Ansätze gescheitert sind, weil man einfach gesagt hat, jede Produktion ist so spezifisch, das ist nun mal so, selbst in der gleichen Branche, jeder hat einfach die Art und Weise, wie gearbeitet wird und das schon seit vielen, vielen Jahren und an vielen Stellen auch sehr, sehr sinnig mit viel Erfahrung und viel aus gutem Grund. Und die Feinplanungssoftware, die muss diese Gegebenheiten, muss die annehmen und muss zu diesen Gegebenheiten eben Pläne, Reihenfolgen liefern, die auch wirklich funktionieren. Und dafür brauche ich eine hohe Flexibilität bei der Anwendung der Algorithmen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Anforderung in dem Umfeld. Wenn die nicht gegeben ist, bin ich genau wieder bei dem Thema Praxistauglichkeit. Der Plan funktioniert so gar nicht. Der Meister, die Kollegen, die Erfahrenen, die wissen das besser und sie entscheiden am Ende des Tages dann wieder selber. Das heißt, das ist die zweite sehr wichtige Anforderung. Aber das heißt, andersrum formuliert, damit so eine automatisierte Produktionsplanung gut funktioniert, muss ich dann beim Aufsetzen eines solchen Systems wirklich sehr gut auch machen. Weil es halt individuell ist, muss ich dann jedes Mal neu auch gucken, was ist jetzt für dieses produzierende Unternehmen wichtig, welche Faktoren muss ich berücksichtigen und am Ende hat dann jedes Unternehmen auch seinen eigenen Planungsalgorithmus. Kann man das so sagen oder wie standardisierbar ist das dann überhaupt noch? Ja, also da klassischerweise spricht man dann vom Customizing, wie man das auch von großen Anbietern kennt etc. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt hoffentlich nicht so, dass jetzt alles angepasst werden muss, aber es ist oftmals so, dass bei vielen Lösungen etliches angepasst werden muss, damit eben damit die Lösung auch zugeschnitten funktionieren kann. Wir verfolgen da ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir folgen einen sogenannten API, einen schnittstellengetriebenen Ansatz. Wir sagen eben, weil jede Produktion so unterschiedlich ist, versuchen wir gar nicht, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau da an der Stelle zu kreieren oder das monolithische System, sondern wir sagen, wir sind eine Schnittstelle, die nimmt die Daten aus dem ERP-System entgegen, die wir vorhin besprochen haben, also frühestes Startdatum, spätestes Enddatum. Der eine Schnittstelle ist deutlich leichter zu konfigurieren, eben dann anzupassen auf diese individuelle Produktion. Und dann werden die Aufträge entgegengenommen, werden die optimalen Reihenfolgen berechnet und die werden dann an ein Drittsystem, was es bei produzierenden Unternehmen heute schon gibt, zurückgespielt. Das ist dann Excel, das ist dann wieder das ERP-System oder es ist ein MES-System oder es ist eine eigene automatisierte Entwicklung, mit der dann mit den Werksmitarbeitern kommuniziert wird. Da gibt es sehr unterschiedliche. Okay, da findet dann die Visualisierung und Kommunikation in den Shopfloor quasi statt. Ja. Genau. Ja, okay. Gut, wenn man so über Algorithmen heutzutage redet, dann kommt ja auch immer gleich der Gedanke, ist bei sowas dann auch KI, spielt das da auch eine wichtige Rolle? Brauche ich da dann KI oder könnte KI da helfen? Wie siehst du das? Also da wird KI mit Sicherheit eine Rolle spielen. Also KI ist ja erstmal ein schwieriger Begriff. Ne? Also, ich weiß. Selbst mit dem Begriff. Du darfst ihn gerne definieren, wenn du möchtest. Das will ich gar nicht versuchen. Also selbst der Begriff Intelligenz ist ja extrem schwer definierbar. Insofern, also da gibt es ja auch den einen Standard gibt es dafür gar nicht und entsprechend ist das genauso mit der künstlichen Intelligenz. Aber ich weiß natürlich, was du meinst und ich glaube, das spielt hier in der Tat, wird es eine wichtige Rolle spielen. Und zwar habe ich auf der einen Seite den vorgegebenen Plan, den ich abarbeiten möchte in der Halle, ja, mit den Reihenfolgen. Und auf der anderen Seite habe ich ja die Realität. Das heißt, was ist wirklich wann, wo und wie abgearbeitet worden? Und Letzteres wird häufig mit BDE-Systemen ja zurückgemeldet. Und da sehen wir gerade auch, würde ich sagen, wenn wir von Industrie 4.0 sprechen und Digitalisierung, papierlos etc., würde ich sagen, im Moment sind wir genau in dieser Zeit, wo jeder anfängt, eigentlich seine Produktionsstation auszustatten mit einem Terminal, wo ich automatisiert zurückmelden kann, wo ich immer mehr Daten aufnehme, vielleicht sogar mit externer Sensorik und so weiter. So, und jetzt habe ich natürlich aus der Feinplanungsperspektive zwei super interessante Datenschätze. Auf der einen Seite, was soll passieren? Auf der anderen Seite, was ist denn wirklich passiert?
Und jetzt kann ich natürlich anfangen, diese Dinge zusammenzubringen. Und da sind dann Technologien wie maschinelles Lernen etc. natürlich super geeignet, um kontinuierlich die Feinplanung immer besser werden zu lassen und wirklich zur Steuerung werden zu lassen. Also um noch konkreteres Beispiel oder ein sehr einfaches Beispiel zu machen, Stammdaten sind ein Riesenproblem in der Feinplanung, immer. Das heißt, gibt es Stammdaten, die gut genug sind? Sind die Durchlaufzeiten? Sind die irgendwo dokumentiert? Rüstmatrix? Oh nee, sowas haben wir nicht und so weiter. So, wo sich das Ganze hinentwickeln wird, ist eben das Thema, wenn ich BDE-Daten habe, wenn ich also historische Daten habe, wie gearbeitet wurde in der Halle, dann kann ich mir die extrahieren, diese Daten, Durchlaufzeiten zum Beispiel. Ich habe im ERP-System habe ich die Produktmerkmale, ich habe Durchlaufzeiten dazu an der Station. Wir hatten jetzt gerade ein größeres Projekt, da haben wir die Durchlaufzeiten auf Basis dieser Daten extrahiert. Die Feinplanung wiederum kann diese Daten verwenden und im Idealfall, und da wird sich das hinentwickeln, habe ich dann, sage ich mal, so einen geschlossenen Kreislauf. Ne? Ich habe den Plan, ich habe die Realität. Die Realität wird ständig abgeglichen mit den Annahmen, die in dem Plan getroffen werden, zum Beispiel die Durchlaufzeiten. Und wenn man feststellt, da verändert sich was, dann wird das justiert und die Prognosen werden immer besser. Sehr schön. Ja, ein gutes Zielbild, würde ich sagen. Du hast jetzt vorhin schon ansetzen wollen und auch beschreiben wollen, wie man jetzt so einem Zielbild gut näher kommt, ja. Und das wäre jetzt für mich vielleicht noch so mal ein guter Schluss auf in unserem Gespräch, mal so ein bisschen zu beschreiben, was kann ich denn jetzt praktisch tun, ne? Also was wären vielleicht heute erste Schritte, auch wenn ich vielleicht noch nicht über automatisierte Feinplanung oder APS rede? Also ich sag mal, strategisch erstmal, wenn wir an dieses Zielbild glauben, was wir gerade diskutiert haben, dann fängt wirklich an, dieser Satz wahr zu werden, dass, sag mal, dass Daten das neue Gold sind. Ja, wir können den Satz irgendwie alle nicht mehr so richtig hören. Aber hier in dem Fall sehen wir jetzt zahlreiche Projekte absolviert, wo wir einfach, ja, mit solchen Daten sehr, sehr viel anfangen können, wo wir eben auf Basis solcher Daten sehr, sehr viele Stammdaten in Anführungszeichen extrahieren können, um die dann eben in Feinplanungsprozessen etc. wieder zu verwenden. Das heißt, erstmal zu sagen, ich investiere bei mir in das Thema Datenerfassung, in das Bereitstellen digitaler Daten. Also das ist auf jeden Fall mal eine sehr wertvolle Grundvoraussetzung, nicht nur auch das Thema Stammdaten, was du jetzt erwähnt hast, ne, das kann man auch nicht hören, aber oder nicht mehr hören, aber das spielt ja da genauso rein, ne, sich darum zu kümmern. Genau, und es wird sich da auch verändern, es wird sich so ein bisschen erschlagen. Wenn wir jetzt stammen, warum kann man das Thema Stammdaten nicht mehr hören? Naja, weil jeder an komplexe Tabellen denkt, wo jemand manuell ganz, ganz vieles machen muss. Ja, gewisse manuelle Anteile wird es immer geben, auch für die Kostenkalkulation und so weiter. Das ist sicherlich ein wichtiger Zweck und das wird auch immer so bleiben. Aber wenn ich eben eine Rüstmatrix und so weiter auf Dauer nicht pflegen kann, besonders dann auch Veränderungen und sowas, dann ist halt schon die Frage, wenn die Daten irgendwo digital zur Verfügung stehen, eben zum Beispiel über historische Daten und ich kann daraus solche Dinge extrahieren, dann muss ich das auch nicht mehr manuell pflegen, sondern dann komme ich eben genau in diesen Bereich, wo ich das automatisiert erkennen kann, automatisiert übernehmen kann und wo ich in so einen kontinuierlichen Verbesserungskreislauf reinlaufe. Ja, also die Daten generieren zu lassen und zu erfassen und nicht manuell zu pflegen, das wäre dann eine so eine Sache, wo ein Unternehmen dann investieren könnte, da hinzukommen. Genau, das wäre so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist aber auch ganz klar zu sagen, okay, sich das Thema anzugucken und zu sagen, okay, wie wird denn heute geplant? Das wissen viele. Und was genau ist eigentlich der Aufwand für diese Planung? Und was würde mir denn eine Automatisierung, wo kann mich denn die Automatisierung dahingehend unterstützen, als dass ich dadurch eben reaktiver bin und im Zweifel auch die besseren KPIs erreiche? Und da würde ich den Tipp geben, mal an Lösungsanbieter zu gehen, die typischerweise nicht den monolithischen Ansatz fahren, sondern die deutlich flexibler aufgestellt sind, weil ich dann auch mit so einer APS-Systemeinführung nicht gleich von 1, 2, 3 Jahresprojekten spreche, sondern weil ich im Prinzip über Schnittstellen sehr, sehr viel einfacher mit solchen Systemen arbeiten kann und dann auch schlichtweg das Ganze mal ausprobieren kann. Ja, dann kann ich sagen. Also kann ich das dann einfach testen? Ist das wirklich so einfach? Natürlich geht es immer darum, dass die Daten irgendwo mal übersetzt werden müssen, bis sie dann zu dem Algorithmus kommen. Aber ja, es ist deutlich einfacher und geht auch deutlich schneller, als wenn ich sage, okay, ich möchte mir jetzt ein ganzes monolithisches System neu in die Halle setzen, wie ein MES-System oder anderes. Das sind ja, wie gesagt, häufig, da muss ich Prozesse anpassen etc. Wenn ich die Schnittstellensoftware habe, dann muss ich oftmals gar keine Prozesse anpassen. Ich habe ja heute schon ein ERP-System, ich habe heute schon eine planende Person. Und wenn ich dazwischen sage, da habe ich jetzt eine Intelligenz, die mir irgendwo, die mich unterstützt bei der
bei den Reihenfolgen etc., bei der Planung, dann muss ich keine vorhandenen Prozesse anpassen und dadurch ist das deutlich schneller möglich, als wenn ich eben den komplette Neueinführung mache von AMS-Systemen oder anderen der vergleichbaren Systemen. Sehr gut. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr pragmatischer Ansatz ist. Jetzt haben wir so ein bisschen beschrieben, was man praktisch tun kann. Und als letzte Frage würde ich dir jetzt noch die Frage stellen, was du so dann an Entwicklungspotenzial für die Zukunft siehst. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, über das Zielbild der Feinplanung selbst. Aber es gibt ja auch Themen rechts und links. Und ein großes Thema, was ja auch immer wieder diskutiert wird, aber gefühlt in vielen Fällen noch nicht so wirklich einen Reifegrad hat, ist ja dann auch das Thema Predictive Maintenance. Deswegen die Frage an dich, was sind so die Themen rechts und links von der Feinplanung und was können wir da die nächsten Jahre erwarten, so im Zusammenspiel mit diesen angrenzenden Bereichen? Ja, ich finde diese Analogie zum Navigationssystem passt da einfach super, ne? Also wir sind gestartet mit manueller Routenplanung, dann habe ich inzwischen ein Navigationssystem im Auto, was mir sagt, okay, wo ist wie der Verkehr, was ist die optimale Route und die auch entsprechend anpasst, mir sehr genau prognostiziert, wann ich wo wie ankomme. Und jetzt beschäftigen wir uns natürlich mit dem autonomen Fahren. Das heißt, nicht mehr der Fahrer lenkt, sondern das Auto fährt dann irgendwo selber. Und ich glaube, die Analogie, die passt super. Die meisten produzierenden Unternehmen stehen heute noch sehr in diesem manuellen Bereich, zumindest wenn wir eine gewisse Flexibilität haben in der Fertigung. Der nächste Schritt wird sein, dass ich da eine Unterstützung durch Algorithmen habe. Der wird verbunden sein, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, eben mit immer mehr diesen IoT-Vernetzungsdaten, die dann eben die Sensorik widerspiegeln, die dann Einfluss auf die Navigationssysteme nehmen. Also, und dann spanne ich an der Stelle auch den Bogen zu dem, was du gesagt hast. Also Predictive Maintenance, wenn ich weiß, dass die Maschine die nächsten 2 Wochen gewartet werden muss, dann kann eine Feinplanung eben sagen, wann der beste Zeitpunkt innerhalb der nächsten 2 Wochen ist, wann hier fein geplant wird. Oder wenn die Maschine ausfällt, dann kann die Feinplanung sofort reagieren, kann die Maschine ausplanen und kann eben in Abhängigkeit davon entscheiden, wie denn der beste Plan aussieht, mit dem Wissen, dass die Maschine einfach nicht verfügbar ist. Oder wenn Mitarbeiter nicht in die Halle kommen, weil sie krank sind oder ähnliches und der Chip hat nichts zurückgemeldet, dann sind es alles Informationen, die stehen dem Feinplanungssystem zur Verfügung. Es wird darauf reagiert und dadurch steigt dieses Stichwort Praxistauglichkeit von solchen Lösungen enorm. Da werden wir die nächsten Jahre neue Automatisierungsgrade deshalb sehen in dem Bereich, die haben wir so, die gab es so noch nicht. Ja? Und das heißt, unsere Produktion lernt autonom fahren, wenn man das jetzt nochmal mit dem Bild formulieren möchte. Tatsächlich ist das Zielbild, bis sie das autonome Fahren, wir sehen es beim autonomen Fahren, es dauert immer viel länger, als wir alle dachten, aber dass die Schritte dahin, dass die jetzt an Geschwindigkeit enorm zunehmen werden, weil eben diese Vernetzung gerade enorm stattfindet, die Digitalisierung im Shopfloor, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und da sehen wir ja, arbeiten wir ja auch mit produzierenden Unternehmen zusammen, wo wir sehen, okay, da ist extrem viel passiert und wird jetzt auch die nächsten Monate und Jahre extrem viel passieren. Ja, ja. Ich meine, wenn man das autonome Fahren praktisch nimmt, ist das ja auch ein Thema, wo wir dann ja auch ganz, ganz konkrete Schnittstellen in der Produktion haben, wenn wir zum Beispiel über AGVs oder AMRs reden, die dann auch nicht nur die Maschinen mit den Aufträgen, sondern auch dann mit die Transportroboter mit den Transportaufträgen. Ich meine, das ist ja dann auch ein Thema, sowas dann entweder schon gleich mit zu planen oder dann auch im Zusammenspiel mit einem Flottenmanagement zu planen und zu steuern. Ich weiß nicht, siehst du, dass das dann in einem allmächtigen Algorithmus alles zusammen geplant wird oder siehst du da dann eher so verschiedenste Systeme, die zusammenarbeiten? Also grundsätzlich ist die Zukunft sicherlich die, dass wir weg von monolithischen Systemen gehen bei den produzierenden Unternehmen. Das heißt, es gibt ganz viele kleinere Lösungsanbieter, die modular sehr gute Funktionalität für sehr spezifische Probleme anbieten. Und das AGV-Thema ist zum Beispiel eins davon. Auch da haben wir schon Erfahrungen mit sammeln dürfen. Was passiert ist ja, dass die Produktionskapazitäten in der Halle, die werden immer flexibler. Das heißt, ich kann immer mehr Produktfamilien auf den gleichen Stationen produzieren und das bringt natürlich eine neue Komplexität der Planung auch mit sich. Ja? Das heißt, ich kann eben an den Stellen auch AGVs, die können unterschiedlich in der Halle fahren, unterschiedliche Stationen anfahren etc.
Und dann muss natürlich geplant werden, wie die Transportwege aussehen, so dass eben auch da wieder keine Stillstände entstehen, dass das Material dann da ist, wo es sein soll, etc. Und das spielt alles definitiv sehr in die Feinplanung mit rein. Auch wenn es so sein wird, dass die reine Navigation jetzt des einzelnen Fahrzeugs ist jetzt sicherlich kein Thema für die Feinplanung, aber die wiederum haben auch eine Software, die stellt Schnittstellen bereit und die wird dann wiederum von der Feinplanung bedient. Diese Schnittstelle. Da gab es ja auch schon dann Episoden dazu, weil das ist ja dann wieder eine Frage für sich, wie viel Intelligenz ist überhaupt in so einem Flottenmanager, ja. Wie viel ist dann vor Ort im fahrlosen Transportsystem, im AMR. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze und am Ende wird es irgendwie eine Mischung sein, ist zumindest meine Meinung. Super, nee, vielen Dank. Ich glaube, es entsteht so ein gutes Zukunftsbild in unseren Köpfen und ich glaube, da hast du vollkommen recht, auch dieses mehr aufgeteilte, weniger dieses monolithische. Ich glaube, das sieht man da ja auch alleine an diesen IoT oder Industrial IoT Ansätzen, die es ja auch schon gibt, wo einfach auch mehr dezentral die Intelligenz dann auch im Shopfloor selbst verteilt ist. Vielen Dank für die Einblicke, Daniel. Hat mich sehr gefreut, dass du uns damit reingenommen hast und ich finde, du hast es gut rübergebracht, die IT-Seite mit der fachlichen Seite zu verbinden. Super, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Tobias. Herzlichen Dank. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.